Dein Pokémon ist nicht müde, obwohl es dich auf den Rücken trägt. Lass mich sehen, wie stark dieses Pokémon ist, okay? Ja, du kämpfst aber gegen meinen Bronzong und nicht gegen meinen Moorlord. Renare. Gegen Wingull. Konfusion. Geht mir aber auch langsam aus, die Konfusion, weil ich hier so oft bei dem scheiß Pillepalle einsetzen musste. Zum Glück war das ein Volltreffer, dann ging mein Kampf ein bisschen schneller. Dolking. Mach mal eine Konfusion. Was ist da passiert? Der macht wahrscheinlich nur Hornattacke oder so ein Käse. Das macht eigentlich keinen wirklichen Schaden. Kaskade kann es. Das sieht so viel cooler aus als Surfer. Und dabei ist Kaskade voll die Kackattacke. Gefühlt. Also ich mag Kaskade irgendwie nicht. Aber es ist stärker als Surfer? Oder genauso stark wie Surfer? Und ist es eine physische Attacke? Und eigentlich ist Kaskade besser. Also für auf jeden Fall für Moorlord. Deswegen, ich weiß nicht, was ich gegen Kaskade immer hatte. Wahrscheinlich war es einer der ersten, halt, ich war gewohnt, dass es 5 VM gibt, dass es 5 VM gibt in Pokémon. Und dann kommt die zweite Generation raus und dann gibt es plötzlich 8. Und das hat mich gefuckt. Fand ich nicht toll. Deswegen mag ich Whirlpool. Whirlpool ist ja wirklich scheiße. Whirlpool und Kaskade mag ich deswegen nicht so wirklich. Und die dritte, die neu war, die weiß ich gar nicht. Oder gab es nur 7 VMs in der zweiten Generation? Ich weiß noch, wie ich früher immer FM gesagt habe, weil mein Kumpel V und F nicht auseinanderhalten konnte. Und immer FM gesagt habe und ich habe das irgendwann aufgeschnappt und dann habe ich das mal zu einem anderen Kumpel gesagt, mein Bedarf ist gedeckt. Und er sagte dann, gut, er sagte nicht gut, weil wir das Wort da nicht kannten, aber der sagte, hey, das heißt VM. Ich so, hä? Und dann sagte der, das ist ein V und dann habe ich ihn geguckt und gedacht, ja, wieso sage ich die Scheiße? Und dann ist mir eingefallen, ein anderer Freund sagt auch ganz seit FM und ich habe es aufgeschnappt. Habe ich entschieden, kann ich dich bezwingen, gehe ich zur Pokémon-Liga. Zum Beispiel wie, in Final Fantasy 8, da gibt es die Guardian Forces, die GFs oder GFs im Englischen. Und, die hat er immer GV genannt, weil er irgendwie eine hohle Frucht war und F und V immer verwechselt hat. Und er war genau die Person, die mich ausgelacht hat, als ich Vox, also den Sender Vox, immer als Fox bezeichnet habe. Weil ich das in dem Fall falsch ausgesprochen habe. Aber er war die hohle Frucht, die F und V immer vertauscht hat. Und ich habe das immer, also bei den GFs, also bei Final Fantasy 8, habe ich das direkt gemerkt. Aber bei Pokémon, da habe ich das aufgeschnappt und war selber dumm. Hat den Toxer bitte. Und er hat öfter mal Sachen falsch ausgesprochen, wo ich denke, zum Beispiel bei Golden Sun. Der heißt ein Charakter Garrett. Oder du kannst ihn auch Garrett nennen von mir aus. Ist mir scheißegal. G-A-R-E. Warte, sind das zwei R? G-A-R-R-E-T. Garrett. Oder Garrett von mir aus. Aber er hat den Garten ausgesprochen. Also so wie der Garten im Englischen. Garden. Und ich dachte mir, wie kommst du? Da ist nicht mal ein N. Oder ein D. Kommst du auf Garden? Wie heißt du? Ich so, nee, das heißt Garrett. Ich mochte den Freund sehr.
ich habe sehr viel mit ihm rumgehangen und wie gesagt, wir haben uns irgendwann aus den Augen verloren. Und wie gesagt, ich habe ihn eigentlich sehr gemocht, aber manchmal war er ganz schön dämlich. War nicht so dämlich, so nach Motto, wenn einer das zeigt, dass du dämlich bist und merkst, ich bin ja doof. Nein, er bestand auf seine Dummheit. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ich bin eigentlich ein Klugscheißer und normalerweise, wenn einer falsch liegt, dann beharre ich darauf, dass der einsieht, dass das andere, wie ich es sehe, richtig ist. Also das Richtige richtig ist. Nicht wie ich es sehe. Ich kann halt eingestehen, wenn ich mal falsch liege. Aber warte, da ist ein Ball. Ich kam hierher, um die Pokémon-Liga mit einem Augen zu sehen. Ich kann Sachen eingestehen. Das ist auch nichts Schlimmes oder so, aber wenn andere Leute auf ihre Doofheit bestehen, das ist ganz schlimm. Und normalerweise bestehe ich darauf, dass die irgendwann merken, was das Richtige ist. Aber bei ihm habe ich einfach gesagt, komm, Kopf zu und lass den doch. Ich rede nicht mehr über das Thema. Wir haben nie wieder über Golden Sun geredet, weil er das falsch ausgesprochen hat. Er hat mir Golden Sun gezeigt, hatte ausgeliehen von einem Freund und ich dachte voll cool, irgendwann hat er mir das selbst gekauft. Ich habe ihm aber nie gesagt, dass ich das habe, weil die Diskussion von wegen, dass Garrett Garden heißt bei ihm, die war mir zu doof und deswegen habe ich ihm nie gesagt, dass ich Golden Sun für den GBA habe. Oder Golden Sun 2 in dem Falle sogar. Habe ich mir dann irgendwann mal gekauft und das habe ich ihm auch nie gesagt. Und ja, weil mir die ganze Diskussion da zu doof war. Oder Final Fantasy 8, da haben wir auch irgendwie dann nie wieder drüber gesprochen. Nach der ganzen GVGF-Geschichte. Oder selbst Pokémon. Da haben wir irgendwie, habe ich mit ihm da sehr selten drüber geredet. Pokémon war ja in den 90ern und frühen 2000ern ja unumgänglich für Kinder, also in den späten 90ern bei uns, weil das kam schon 90. Was kommt da? Gastrodon. Was ist ein Gastrodon? Ah ja, das. Das war ziemlich unumgänglich für Kinder. Ich habe keine Erdattacke, Bodenattacke. Und trotzdem haben wir kaum danach irgendwie mit Pokémon was zu tun gehabt. Wahrscheinlich, weil er da ein bisschen schneller raus war als ich. Ich war ja nach der dritten Generation raus und er war schon, glaube ich, nach der ersten. Hatte nicht mehr viel damit am Hut gehabt. Ich habe den Anime auch ziemlich... Also nach Johto habe ich, glaube ich, den Anime auch ziemlich schnell fallen lassen, Pokémon. Also Pokémon war irgendwie immer mein Herzen, weil das war bei meiner Kindheit. Aber irgendwie ja, habe ich das ab einem gewissen Alter. Pokémon ist für Kinder. Die neuen Spiele sind scheiße. Bla 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 bla. Ey, guck mal, wie viel Spaß ich mit Perl habe. Und das war das Spiel, wo ich aufgehört habe, weil ich dachte, das ist scheiße. Ich meine, ein paar Kritikpunkte stimmen ja, vor allem, dass das Spiel irgendwie sehr langsam ist, weil ich weiß nicht, in welcher Folge wir uns jetzt befinden. Müssen wir mal gucken. Also ich habe die 49. Folge aufgenommen. Also bis 49. Und das ist jetzt 4,5 Stunden. Das sind 9 Folgen. Also wir sind in der 58. oder so um Dreh rum. 59. Folge. Und um den Dreh rum war ich bei den anderen Generationen, glaube ich, schon draußen aus dem Spiel. Ich bin schockiert. Nein, wirklich, ich bin schockiert.
Ich guck mal kurz. Wie lange habe ich für den anderen Quatsch gebraucht? Für 458 Folgen, also wäre schon längst fertig. Für Gold habe ich 66, also das ist noch ein bisschen hin. Purpur war 64. Rot war, glaube ich, ein bisschen weniger als all dies, aber das habe ich jetzt auf einem komplett anderen Festplatte, muss ich mal kurz gucken. Rot, da. 49. 50 meine ich. 50 Folgen. Und ich bin hier bei der 59. 60. oder sowas im Dreh rum. Herle gefunden. Hey. Das ist der Name des Titels. Aber ich glaube, ich habe schon mal eine Perle gefunden. Eine relativ kleine Perle, die einen schönen Silberfunkel sieht, vom geringen Wert. Okay, was zum Verkaufen. Warte, kann ich hier irgendwo... Nein, da komme ich nicht weiter, wenn ich... Oder komme ich zwischen den Felsen? Ich glaube nicht. Ich versuche es gar nicht. Wir gehen... Ach, heißt die Wand dann. Direkt wieder an Land, wollte ich sagen. Weil ich nicht mehr kämpfen will mit wilden Pokémon. Auf was für ein Level ist mein Bronzong? 43? 45? Ich kann es schon lange wechseln. Muss ich auch, weil ich keine... Ich schick's... Sneebel? Sneebel. Hab keine Dingens mehr. Das Attacken machen, glaube ich, nicht so viel aus, ne? Bei Eis-Pokémon. Obwohl, es geht eigentlich. Macht eigentlich Schaden. Blitzer. Gift ist, glaube ich, stark gegen Undicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen... Ja, ist es. Ne, ist es nicht. Ich muss das Pokémon wechseln, weil Sneebel so sehr aufs Pressbrett bekommt. Das ist der Abdor. Also ich bin noch nicht in der Siegestraße und trotzdem ist das fast länger als jedes andere Let's Play von Pokémon, was ich hier habe. Bis auf Gold. Aber bei Gold, da muss man sagen, da habe ich ja das Endgame gemacht, also Postgame besser gesagt. Und da habe ich ja ganz Kanto gemacht und nochmal dann am Ende Rot besiegt. Kleine Spoiler. So am neben Rand für alle, die noch nie die zweite Generation gespielt haben. Also noch nie Gold oder Silber oder Kristall in dem Fall auch. Ja, deswegen hat das da so lange gedauert, aber Sneebel, wir trainieren Sneebel auch, deswegen mache ich Sneebel nach vorne, aber wahrscheinlich wird Sneebel ein bisschen untergehen. Aha, weil wir auf Meer sind, ne? Nein, weil ihr kriegt wahrscheinlich hart aufs Maul, weil es noch auf Dinos Level ist. Also auf der ersten Stufe. Vor allem, Kacke, wir haben gleich morgen und nicht mehr Nacht. Heißt, ich kann Sneebel nicht entwickeln. Der Typ, nach dem ich suche, muss auch im offenen Meer gut aussehen. Und wenn ich dann noch die... Weil das Problem ist, ich weiß, wo das Item ist, um Sneebel weiterzuentwickeln. Aber Sneebel ist, also das Item... Das ist Schlitzer. Das Item ist ziemlich am Ende der Siegestraße. Also ich weiß, dass es eine Siegestraße ist, in der Siegestraße, was auch immer. Aber es ist ziemlich am Ende der Siegestraße. Und wenn ich das nicht kriege, bevor die Nacht zu Ende ist, dann muss ich bis morgen warten oder den DS umstellen. Das, und ich möchte den nicht umstellen, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich umstelle und dann wieder zurückstelle. Ich werde es wahrscheinlich nicht zurückstellen in dem Let's Play. Dann werden wir ein
Also, ich weiß nicht, was passiert. Ich setze mal Finte ein und hoffe, dass wir dadurch gewinnen. Nicht. Ja. Nebel hat einfach nicht die richtigen Gegner hier. Außerdem sind die alle ein bisschen overleveled im Gegensatz, also überleveled. Nicht overleveled an sich, aber sie sind über Sneebels Level. Und das ist nicht gut. Und weil Sneebel halt noch auf seiner ersten Entwicklungsstufe ist, kommt es einfach gerade nicht drauf klar. Im Gegensatz zu den Rest hier. Gilda, die Abyssed Clan. Dann beleben wir Sneebel mal wieder. Setzen. Ah, jetzt hätte ich hier einen Supertrank, weil genau 50. Ah, scheiß die Wand an. Sneebel hat auch so wenig KP im Gegensatz zu dem Rest. Das ist alles nicht so geil. Aber Mantorps kannst du ja besiegen. Es sieht so viel besser Design aus als Mantax. Mantax ist die Weiterentwicklung. Es sieht halt so viel besser aus, diese Mantorps. Fußschwall ist natürlich scheiße. Nibel braucht die Erfahrungspunkte. Gut. Aber gibt man Tipps nicht so. Ja, scheiß die Wand an. Ah, es tötet sich selbst. Hoffentlich überlebst du das. Ja, aber locker. Es tötet sich nicht selbst. Bitte nochmal Bodycheck. Danke. Das war jetzt heilen nach dem Kampf. Aber wenigstens wurde Mantops besiegt. Akiko Fushra. Also ich kann die ganzen Attacken von Sneebel nicht wirklich benutzen. Außer Schlitzer und Finte. Weil hier alles Wasser-Pokémon sind. Wusstest du, dass ich einen Ademutter-Wettbewerb gewonnen habe? Jetzt versuche ich einen Pokémon-Wettbewerb für mich zu entscheiden. Okay. Das soll mich wie inwiefern interessieren? Finneon. Ja gut. Die Breit, das schwächt Verteidigung? Spezialangriff. Wir greifen ja physisch an, deswegen Wayne. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Die gibt es hier aber nicht viel, weil Finneon so ein schwächliches Pokémon ist. Edipa. Das ist aber unsere Spezialverteidigung gesunken. Wenn Edipa jetzt Aquavelle oder so einen Scheiß einsetzt, das tut ganz schön weh dann. Warte. Das bin ich natürlich doof. Wenigstens wenn es überlebt, falls es überlebt, das Sneebel. Ja, tut es aber locker. Wird es Edipa besiegen können. Hoffentlich. Weil Finte müsste so viel Schaden machen. Aber nicht mal. Also, was? Ich dachte, weil die Spezialverteidigung, beziehungsweise die Verteidigung wieder gesunken ist, hätte es sein können,
Was habe ich denn mehr? Blitzer, deswegen Schlitzer. Halt, Finte ist, glaube ich, besser, weil Step Attack. Auch wenn Schlitzer, glaube ich, mehr Schaden macht. Wurde versenkt. Oh, da unten rechts geht es irgendwie lang. Ich glaube, da schwimme ich auch lang. Weiß nicht mal, war Gift stark, war unnötig stark gegen Gift. Nicht wirklich, aber stark genug, um Schaden zu machen. Wickel ist ziemlich egal. Bitte mach keine starke Attacke, kein Toxa. Oder überlebt das einfach nicht, das wäre auch sehr nett. Na scheiß die Wand an. Gifthieb. Wenn es noch vergiftet wäre, das wäre richtig schlimm gewesen. Weil dann hätte es sowas von nicht überlebt. Durch den Wickel und durch den Gift wäre Kniebel nicht gekommen. Danke für die Erfahrungspunkte. Das Level Up, das hilft sehr. Ich will das schon nicht lang, aber vielleicht ist das eine gute Seite. Oder ein Trainer. Einzelner. War das Eis stark gegen Gift? Aber weil es auch Typ Wasser ist, setze ich es nicht ein, selbst wenn es wäre. Oh scheiß, die Wand an. Spezialverteidigung finde ich nicht so gut. Ne, die normale Verteidigung sinkt. Hoffentlich treffe ich die, also kann ich dich mit... Nein, ich muss mit 4 Hit nicht besiegen, Gifthieb. Ach du Scheiße. War ein Volltreffer, das konnte Nibel ja nicht übernehmen. Dann machen wir Warlord. Machen wir Erdbeben. Danke. Ich meine, Morlot war, glaube ich, sowieso voll Milliarden, ne? Mit Leben. Ich sollte Sneeble noch vorher wiederbeleben. Damit es, wir Leber sind hier oben. Damit es, die Erfahrungspunkte kriegt. Aber vielleicht ist das auch einer, der mir eine TM gibt oder sowas. Weil kämpfen will er bis jetzt noch nicht. Ist ganz nah dran. Sie ist rau und rau hat sie auch mich gemacht. Zwischen im Schritt oder was? Nee. Falco. Tacher. Level was? 40. Das dürfte das Nibel ja hinkriegen. Tacher Level 40. Ach, schade. Schrei, das ist natürlich doof. Blitzer. Torwand. Ja, kannst Konfusion oder so ein Käse einsetzen, das macht glaube ich nicht so viel Schaden. Sagte er und kriegt jetzt auch von Konfusion aufs Maul. Wenigstens ist Sneeble ganz schön schnell.
Vielleicht müsste das Nibuna mega schnell sein, das weiß ich. Das Schrei finde ich natürlich doof. Volltreffer bitte. Ach, nicht mal annähernd. Hoffentlich überlebst du es nicht, Enteron. Das wäre supi. Nämlich, Simon hat so viele Verteidigungs-Downs bekommen. Ja, jetzt war es ein Volltreffer. Jetzt, wo es wahrscheinlich nicht mehr nötig war. Vielleicht war es auch nötig, ich weiß es nicht. War so nah dran. Die Welt ist so hart und trau. Habe ich gegen die Trainerin da, die Schwimmerin da gekämpft da oben. Wie viel brauchst du noch für ein Level-Up? Noch ungefähr die Hälfte an deiner Leiste. Ehrlich? Nee, da habe ich keine Lust drauf. KP will ich aber trotzdem haben. EP will ich trotzdem haben. Deswegen Luxra. Wird zwar nicht mehr so viel sein für Sneebel, aber drauf geschissen. Und ein Sprung. So. Ja, 480 ist halt nix, aber besser als gar nichts bekommen. Okay, du hast schon mit uns gekämpft. Moin, Simbel ist voll geheilt, gut. Ich weiß, dass ich kaufen kann, aber ich schwimme lieber. Das erscheint komisch, das ist mir schon klar. Ich hoffe, wir sind mal bald da bei der Siegestraße, weil ich habe langsam keine Lust mehr hier gegen die ganzen Wasseridioten kämpfen. Jetzt kriegen wir Ärger. Droa, das ist ja natürlich scheiße. Ich mach mal Lawine. Eiszahn. Ach, scheiße, die Bananen. Wie viel macht das? Weil du bist auch Flug teilweise, deswegen habe ich das eingesetzt. Okay, wenn du uns vorher triffst, dann ist das supi, Hydro-Pumpe. Ich meine, die hätte uns auch töten können, ne? Das weiß ich nicht. Eiszahn wäre aber super, weil das macht wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden. Okay, gut, gut, gut. Ich setze jetzt lieber Finte ein. Mit dem als erstes? Ist das sowas wie Rucksack für Undicht? Weil wir sehr oft immer Erster waren. Ich habe sehr oft Pinte immer eingesetzt, Metallklaue. Wie viel macht das? 50, 95 Klauenattacken, die eventuell Angriffswert des Anwenders erhöht. Hätte gerne Eissturm behalten, falls mir die Lawine ausgeht. Metallklau, ich hatte mal 35, aber nee, das kommt. Machen wir nicht. Metallklau kann daneben gehen und die ist nicht so stark. Kann zwar stärken, aber nein. Flatsch. Doch, wir sind mal bald da. Sieht stark danach aus, weil die Felsen wären anders. Aber kann ja auch so. Muss ja auch keinen Grund haben, dass sie anders wären. Nebelattacken. Zieht Gegner heran und entwaffnet ihn. Ein Treffer ist gewiss. Also, das ist nicht schneller. Das war nur Zufall, dass wir gleich schnell waren mit dem Karados.
Aber Finte ist eine dieser Attacken, die immer treffen. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Jetzt erhöht er seine scheiß Verteidigung. Setz mal Lawine ein. Bitte überlebt das, danke. Egal. Vielleicht gewinnen wir ja durch Lawine. Weil das ist jetzt stärker geworden. Und ich weiß nicht, ob. Ist aber schwach bei Wasser-Pokémon. Ich setz Finte ein. Das soll ja schneller sein. Also es wirkt auf jeden Fall so, dass es immer schneller ist. Ich war mir nicht sicher, ob Finte reichen würde, weil er seine Verteidigung höher gemacht hat. Deswegen habe ich auch nicht mit Finte angegriffen. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte gerade rechtfertigen, warum ich mit Lawine angegriffen habe. Ja, okay, scheiße. Weiß jemand dann. Staraptor. Ist das schneller als Master Raptor? Ich muss Sneeble weiter wieder beleben. Trank. Der Raptor lasse ich erstmal so angeschlagen, weil er noch im grünen Bereich ist.